Schönen guten Tag, ich bin Christian Bartel und ich habe einen Zivildienstroman geschrieben. Wie der Name schon ganz subtil andeutet, spielt dieser Roman im Zivildienstleistenden und Abiturientenmilieu im Rheinland Mitte der 90er Jahre. Es ist also so ganz sacht autobiografisch angelegt, obwohl alle Figuren und Ereignisse erfunden sind. Aber ich habe selber Zivildienst gemacht und habe mich einige Sachen erinnert und aber wahnsinnig viel dazu erfunden. Und es geht um ein paar Freunde, die aus diesem komischen Schutzraum Schule kommen, längst überfällig sind, auf die Welt losgelassen werden. Als erste Hürde baut sich da der Zivildienst auf und sie erleben einige Abenteuer in einer Wohngemeinschaft für geistig Behinderte, in der die Hauptfigur ihren Zivildienst ableistet. Und ich lese ein Kapitel, in dem meine Hauptfigur sich versucht, in dieser Wohngemeinschaft vorzustellen und nach einem Ansprechpartner fahndet. Ich soll für eine Gruppe Superhelden arbeiten, die zur Tarnung in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung haust und die Welt retten oder wenigstens möglichst viel Quatsch machen soll, wo sie schon mal hier ist. Das behauptet wenigstens Tante Mattes, aber der spinnt in letzter Zeit mehr als üblich. Er ist in den Innendienst versetzt worden, weil er seinen Dienstwagen kaputt gefahren hat. Außerdem ist Priscilla nach Frankreich weitergereist und das tut ihm alles nicht gut. Er wird langsam noch verrückter als Oma Wittrich. Die beiden verstehen sich allerdings immer besser, weil sie auf gleicher Wellenlänge sind. Sie hocken die ganze Nacht im Wohnzimmer und spielen Scrabble. Vielleicht sind es aber auch Außerirdische, lautet eine andere von Tante Mattes Theorien. Außerirdische, die einen Erlebnisurlaub mit Vollpension auf der Erde gebucht haben. Was davon zutrifft, weiß ich noch nicht. Aber ich bin ja auch erst seit 5 Minuten ihr Zivildienstleistender. Beziehungsweise stehe ich noch immer vor der geschlossenen Tür und werde von jemandem ausgefragt, der sich als Leiter der Einrichtung ausgibt und dessen Auge man vergrößert hinter dem Türspion sehen kann. Er will wissen, ob ich Udo Jürgens mag, gerne Bier trinke, ob ich welches dabei habe oder wenigstens Zigaretten und wie das Passwort heißt. Neben der Tür hängt ein Gebilde aus Salzteig. Es ist knapp 2 Quadratmeter groß und dem Neodadaismus zuzurechnen. Außerdem trägt es Bissspuren am rechten Rand. In den Teig sind Muster aus Hülsenfrüchten gedrückt, die sich mit etwas Fantasie zu Worten verbinden, die wiederum entfernt an Vornamen erinnern. Über das ganze Gebilde hat jemand mit einem dicken schwarzen Edding Horsti gekritzelt. Ich beschließe deswegen, dass das Passwort Horsti lauten muss. Es stimmt. Die Tür fliegt auf und ein Mann von der Konsistenz eines Wackelpuddings wuppt heraus, fällt mir in den Arm und brüllt jubelnd Horsti. Er ist ein Kopf größer als ich, trägt einen Trainingsanzug in Türkis und Pink, darunter ein gelbes Hemd mit gemusterter Krawatte und statt Augen 2 Glasbausteine in einem Pfannkuchengesicht. Außerdem will er mit mir tanzen. Ein komisches Vorstellungsgespräch, denke ich, tanze aber erstmal mit. Der dicke Mann zieht mich in die Wohnung. Die Wände des Flures sind mit psychedelischen Malereien versehen, die eine ländliche Szenerie darstellen, einen Bauernhof mit sehr vielen Tieren. Als mir der dicke Mann die Tiere namentlich vorzustellen beginnt, erkenne ich, dass sie alle ficken und uns fröhlich dabei zuwinken. Unten links ist das Bild mit Horsti signiert. Und Sie sind wirklich der Leiter hier? Frage ich höflich, aber zutiefst zweifelnd. Und der dicke Mann nickt derart vehement, dass ein Doppelkinn immer wieder auf die Brust flatscht und ihm die Brille auf die Nasenspitze rutscht. Dann schüttelt er mir die Hand, stellt sich als Captain Horsti vor und begrüßt mich im Namen der Bundesregierung. Wir stehen eine Weile herum, ich lächle verlegen, Captain Horsti guckt erwartungsvoll. Ich will erklären, dass ich der neue Zivi bin und mich hier melden soll, aber Captain Horsti unterbricht ungeduldig und sagt, dass wir jetzt erstmal zusammen Wrestling-Videos gucken müssen. Dann hält er mir einen Vortrag über die Aufgaben und Pflichten eines Zivildienstleistenden, die hauptsächlich aus Wrestling-Videos gucken, Schlager hören und Minigolf spielen bestehen und zwar stets mit sowie unter der Aufsicht von Captain Horsti. Mit dieser Stellenbeschreibung sollte er übrigens weitgehend recht behalten. Eine kleine Frau mit Down-Syndrom kommt in den Flur gewatschelt, sie hat einen sehr vollen Becher Kaffee in der Hand und plattert damit den Boden voll. Als ich sie höflich darauf hinweise, kräht sie, dass der neue Zivi das wegmachen muss. Ich bin der neue Zivi, sage ich, und sie antwortet, mach das weg und zeigt auf die Kaffeeflecken. Damit war die Stellenbeschreibung dann wirklich komplett. Die Frau schickt Horsti mit einer knappen Handbewegung auf sein Zimmer, er ist wohl doch nicht der Chef hier. Ich aber auch nicht, gibt sie mir zu verstehen. Sie will erst wieder mit mir reden, wenn ich den Boden geputzt habe. Bis dahin sagt sie nur, mach das weg, steckt ihre kleinen Fäuste in die Hüften und guckt mich herausfordernd an.
Sie ist zwar nur 1,40 hoch, aber genauso breit und füllt den gesamten Türrahmen aus. Sie trägt einen Morgenmantel aus weinrotem Samt, grüne Pantoffeln mit Goldstickereien und etwas, das zunächst aussieht wie eine Brücke aus Wollmäusen, aber offensichtlich in mühevoller Arbeit aus Eigenhaar gefilzt wurde. Anscheinend gilt für die Bewohner dieselbe Kleiderordnung wie für Helge Schneider, denke ich, aber wie sich herausstellen wird, gilt die überall in der Branche. Behinderte sind so anzuziehen, dass man sie schon von Weitem als Bekloppte erkennt. Das kommt noch aus dem Mittelalter und wurde eigentlich für Aussätzige erfunden. Aber jetzt gilt es bloß noch für geistige Behinderte. Noch später werde ich allerdings herausfinden, dass es ganz und gar unmöglich ist, Menschen mit der unbändigen Willenskraft einer Milva, denn so heißt die kleine Frau, in Modefragen zu beraten. Sie sieht so aus, weil sie so aussehen will. Hinter der Frau liegt das Wohnzimmer und dort sitzt bestimmt jemand, der hier arbeitet, vermute ich, weil ein Fernseher durch die geschlossene Tür dröhnt. Jetzt heißt es pädagogisch handeln, beschließe ich und biete der kleinen Frau eine Zigarette an, damit sie mich durchlässt. Für eine halbe Schachtel darf ich schließlich passieren, ohne aufwischen zu müssen. Auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzt ein sehr kleiner Mann mit Glatze und lächelt einen Keks an. Daneben brüllt der Fernseher, wird aber nicht beachtet. Ich frage den Mann, ob er hier arbeitet, doch statt zu antworten, bohrt er in der Nase und schmiert dann sehr langsam einen beachtlichen Popel auf seinen Keks. Eventuell ist er doch aus anderen Gründen hier. Ich stelle mich dem kleinen Mann vor, doch der sagt wieder nichts, lächelt weiter seinen Keks an und als ich ihm die Hand geben will, legt er ihn da hinein. Ich vermute, das ist ein Zeichen großer Wertschätzung, sage ich, und der kleine Mann nickt. Dann lächeln wir beide den Popelkeks in seiner Hand an.